Vor ziemlich genau einem halben Jahr haben Vic und ich im Odyssey Multiplayer versucht, den Singleplayer-Weltrekord in einem Multiplayer-Speedrun zu schlagen. Leider waren wir damals nicht gut genug und haben es dann irgendwie nicht nochmal probiert, weil danach war dann die Gamescom und irgendwie haben wir das Projekt dann aus den Augen verloren. Jetzt, ein halbes Jahr später, haben wir uns wieder mit neuen Strategien und neuer Motivation zusammengesetzt, um erneut zu versuchen, zu zweit den Rekord im Singleplayer Mario Odyssey Speedrun zu schlagen. Und ob wir das geschafft haben, das seht ihr in diesem Video. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Der Anfang ist eigentlich noch super einfach. Wir connecten uns im Mario Odyssey Online Multiplayer und runnen erstmal durch das Hut- und Kaskadenland, denn hier gibt's nicht viele Optionen, irgendwas anders zu machen als im Singleplayer-Run. 3, 2, 1, go! Perfekt, diesmal hat's perfekt funktioniert. Wunderbar. Warum macht ihr keinen Squad-Scream? Aha, witzig, weil ich kein Partner bin, deswegen! Mit Spin-Pound. Du hast mich geheatet! Ja? Ich dachte, ich wäre du. Ich dachte, du hast mich geheatet. Ich war auch erst voll verwirrt. Kein Problem. Badabada. No, ich bin gebombt! Bro, wo sind wir? Was ist passiert? Ich habe es geschafft, diesen Rudel. Ich auch. Nicht perfekt zu machen. Ich auch. Egal. Das ist immer so, ne? Der erste Run ist immer so richtig gut und danach kommen die ganzen schlechten. Soll ich den im Stein machen oder willst du? Du bist schneller, also machst du den im Stein. Okay. Kannst du zufällig den, also aus dem Wasser da hoch? Nee, ich port mich einfach zum Checkpoint, sobald du eingesammelt hast. Okay, alles klar. Hab eingesammelt. Okay. Ey, machst du den T-Rex oder ja, soll ich? Ja, ich mach ihn. Okay. Dann hole ich mir den Mond in der Wand. Okay, let's go. Was soll ich so lange machen? Soll ich, Münzen sammeln. Münzen sammeln. Aber es gibt nicht viele. Also es gibt bei der Odyssey den Busch, da kommt ein großer Münzstapel raus. Und ansonsten sind in den Büschen nur so einer Münzen, aber mehr nicht. Oh, da, oh, was mache ich? Oh, okay, alles gut. Okay. Please, danke. Genau, aber dann bist du jetzt so einen Tick schneller als ich in der Wüste. Das heißt, du musst mehr Monde einsammeln. Aber das ist okay, weil ich habe eh die längere Route sozusagen. Also eigentlich passt das sogar besser. So, und bevor wir jetzt ins Wüstenland gehen, gibt es noch eine Sache, die ich euch unbedingt erklären muss. Denn der liebe Vic hat im Vorfeld riesige Diagramme erstellt, wie wir uns in welchem Königreich zu bewegen haben. So sieht beispielsweise das vom Wüstenland aus. Und ihr seht, es gibt ja sozusagen zwei Wege, die es zu laufen gibt. Den grünen Weg habe ich übernommen. Ich bin also außen durch die Ruinen. Und er ist geradeaus durch die Stadt. Aber wirklich, das ist nur eines von vielen Diagrammen, die er erstellt hat. Und das könnte ein wichtiger Schritt zum Weltrekord sein. Und es ist gut, wenn ich auch zuerst zu Wüstenking, weil ich habe DC'd ein. Ich muss schnell zu Wüstenking. Stimmt, ja, true. Ja, aber ein Disconnect wäre schon ärgerlich, wenn man DC'd. Wird nicht passieren, hoffe ich. Also ich habe zum Glück nicht mehr das Scrap-Internet von damals. Nee, das war auf DC'd und DC'd, verstehst du? Die Doppeldeutigkeit. Okay. Ja, war fast witzig. Ach komm schon, die hättest du mir gönnen können. Cappy. Titi, siete, ribato, siete, ribato, siete, ribato, siete, ribato. Das ist Spanisch. Was ist das für eine Sprache, Alter? Numero cinco. Numero uno. Und nicht Numero dos. Ich bin Numero uno. Und nicht Numero dos. Ich fand das Lied geil. Ich hab's damals legit gepumpt. Ja, also es gibt ein paar ab Red Banger tatsächlich. Ich finde auch Everyday Saturday, die neuere Version, fand ich auch geil. Boah, die habe ich gar nicht im Kopf. Also ich fand Numero Uno echt gut. Aber der Beat war halt übertrieben geil, dieser spanische Gitarrenbeat. Holy shit, was war das für ein Beat, Mann. Ja, er hat schon auf jeden Fall Ohrböhmer gemacht. Ey, das Movement ist jetzt definitiv besser. Ich brauche nur noch drei. Ja, okay, bei mir läuft noch nicht so. Obwohl, nee, es läuft. Pass auf. Ich brauche noch zwei Monde. Noch zwei. Okay, dann mache ich den in der Kiste und den hinten, oder? Ohne Clip? Pass auf, ich habe jetzt, warte, jetzt habe ich den. Okay, und jetzt hole ich noch einen. Okay, dann mache ich den Clip nicht. Okay, dann hole ich den hinten oder holst du den hinten? Hol den hinten am besten. Okay, dann kannst du schon zur Odyssey. Ja, ich muss selber noch einen holen. Nein, wir brauchen nur noch einen. Geh zur Odyssey. Achso, okay. Und okay. Let's go! Ich gehe, ja stimmt, ich gehe wodet. In 9 Minuten 44 ist Weltrekord Sand raus. Und ich gehe schon 9 Minuten 10 ungefähr raus. Ich gehe auch früher raus. Wir sind schneller als vorhin. Und an dieser Stelle teilt sich das Spiel in See- und Forstland auf. Und ich gehe zuerst ins Seeland. Da ich aber schneller fertig bin, joine ich dann Vic im Forstland. Deshalb sind wir jetzt erstmal in unterschiedlichen Königreichen, damit ihr Bescheid wisst. Gut, dass ich Shop nicht mache. Ich habe eh viel zu wenig Geld. Oh, ich muss Shop machen. Oh, ich muss... Oh, boy. Aber warte mal, doch, ich habe ja... Genug, ne? Doch, aber
ich habe die Kiste, also 50 habe ich auf jeden Fall. Doch, okay, im Seeland, Seeland gibt es noch ein paar. Ich habe 92, alles gut, alles gut. Okay, alles gut, alles gut. Ja, da macht das ja komplett Sinn, dass der den Shop macht, der aus Seeland kommt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich habe das gar nicht gedacht, aber es macht ja komplett Sinn. Doch, natürlich hast du es bedacht. Ja, ja, bin ja so ein Genius, habe ich vergessen, sorry. Ja, du bist so ein Genius, du hast es vergessen. Ich mach manchmal Pläne aus Versehen. So, ich bin jetzt, ich habe jetzt den Triple Moon eingesammelt und dann düse ich los. Ich hab Para Para Para. Eigentlich ein geiler Mario Remix, ja. Type Song. Ja. Du kannst den in der Sackgasse. Sammel du meinen letzten einen in der Sackgasse. Okay, aber in der Sackgasse ist nur einer. Ja, ich hab jetzt einen noch. Dann geh ich zu Odyssey. Du bist nämlich näher dran. Dann geh ich zur Sackgasse. So, ich stehe vor dem Globus. Ja, gleich hab ich's, oder? Und eingesammelt. Let's go. Auf Alter, wir sind, holy shit, sind wir fast. Wir sind ultra fast. Wir sind 2 Minuten schneller jetzt schon. Hä, wie? Ey, wir sind einfach krass. Das Movement hat sich gebessert. Bessere Koordination. Wir haben Wüstenland ein bisschen anders gemacht. Ah nein, stopp, ich habe gegen die falsche Zeit verglichen. Aber wir sind eine Minute vorne. Aber trotzdem, 1-10. 1-10. Läuft's gut bei Bowser? Ja, Mann, großartig. Ich. Nein, nein, alles gut. Ich hab nur einmal. Es ist immer ich. Also man lässt hier den Hut noch so warten und holt den dann kurz vor Bowser immer zu sich. Ja. Und ich mach das immer einen Tick zu spät, dass er den dann direkt wieder fängt. Aber es ist nur einmal passiert. Also okay, waren 5 Sekunden oder 10. Einmal ist zu viel. Okay, ich glaube. Wir wollen perfekt sein. Perfektion erwarte ich hier. Bitte nicht den Gürtel. Bitte nicht den Damien. Pajaruste, Papa. Ich finde das so geil, dass man immer hört, wie der andere die Monde einsammelt, obwohl man ganz woanders ist. Das fühlt sich so richtig nach Progress an. Ja, man macht nichts und hat Progress. 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 Das Leben eines Firmenbosses, während die Mitarbeiter für ihn ackern. Du machst nichts und hast Progress. Wenn das Geld für dich arbeitet. Ja. Wenn das Dividendendepot mal wieder ausschüttet. Okay, pass auf. Dann nehme ich deine letzten beiden Monde mit. Okay, mach das. Ich bin jetzt gleich beim Butterfly. Und dann bei diesem Drehteil. Den Rest kannst eigentlich du machen, wenn ich so überlege. Ja. Du, wenn du beim Drehteil bist, geh zurück. Ja, ich krieg noch 2 Monde. Auf zur Odyssey. Hast du gerade die Brücke gemacht? Nee, jetzt mal. Oh, hä? Kannst schon rein? Du hast doch irgendwie. Okay, alles klar. Du kannst jetzt schon rein. Okay. Hä? Okay, ich hab nicht den unter der Brücke gemacht. Also, ich habe aber noch 1, 2 andere gesammelt. Also, ich habe einfach so nach Lust und Laune gesammelt. Ja, perfekt. Warte mal, was muss ich sammeln? Den auf dem Stahlträger, den oben. Wie viele Monde muss ich sammeln? Ich glaube 3. Okay, ja, dann weiß ich welche. Was ist hier in der Tür drin? Ich will reingucken. Da ist nichts. Lol, das ist einfach eine offene Tür, wo nichts ist. Oh, shit. Oh, nein. Okay, aber ich habe ja noch Zeit zum Glück. Hä, was machen die Röhren? Was machen die Röhren hier? Ja, was die bringen dich einfach nur raus. Bring dich einfach nur raus. Das ist so schlechtes Design. Okay. Schlechtes Game Design. Das ist so, falls jemand sich da verliert und zwischen den Gebäuden. Ja, ich habe das vorhin auch gesehen, als du oben warst, um den Mecker zu bekämpfen. Ja. So, ich bin bei Mecker. Let's go. Okay, ich habe jetzt drei Stück. Ja. Besiegt. Let's fucking go. So, und während das Cityland bei Nacht noch ziemlich eindeutig war, gibt es bei Tag wieder eine spannende Route, die ich euch jetzt mal hier einblende. Im Endeffekt laufen wir beide einmal von unten nach oben, aber der eine hält sich eher links, der andere eher rechts, wodurch man es dann eben schafft, sehr viele Monde in kurzer Zeit zu sammeln. Ich liebe die Sonnenbrille. Danke, Bruder. Wicked an der Stelle. Ich glaube, nur deswegen sind wir krass, weil du auch endlich eine trägst. Endlich. Hast du vorhin auch schon eine getragen? Ja. Ah, shit, Mann. Das hättest du mir vorher sagen müssen. Ich habe irgendwie das Gefühl, uns fehlt einer. Also, ich sammle jetzt noch 2. Dann fehlt uns safe einer. Nee, also nicht von meiner Seite. Wir schauen mal. 1, 1, 1. Ja, doch, die letzten 4 mache ich. Okay. Ich bin jetzt oben. Wobei, theoretisch kannst du schon mal in das Gebäude gehen, wo richtig viele sind. Ja, weil ich glaube, du bist schneller da. Ja. Ich gehe jetzt da, wo die vielen Menschen laufen. Genau. Da bist du schneller als ich. Dann kannst du, nachdem du deine hast, zur Odyssey zurückgehen. Let's go. Ich finde es gut, dass wir nicht plump einfach so. Ich habe jetzt meine Monde gemacht. Ich warte mal auf dich. Ja. Sondern dass wir trotzdem koordinieren. So, okay, ich habe gerade nichts zu tun. Komm, ich sammle schon mal deine Monde ein. Das macht übel Spaß. Und du kannst. Let's go.
Boah, ich weiß aber nicht, ob ich genug Geld. Scheiße, ich habe nicht drauf geachtet, wie viel Geld ich habe. Ich habe auch nicht viel Geld. Ich habe 60 oder so. Ich habe vorhin noch ein bisschen Münzen gesammelt, aber ich habe mich von 20 auf 60 oder so hochgegrindet. Dann Snowdrum. Echt jetzt? Aber kannst du nicht. Nein, mach doch mal deine Monde erst und vielleicht sammelst du beim Sammeln der anderen Monde noch genug. Wie viel Cash hast du, weißt du es? 61 hat der Chat geschrieben. Okay, pass auf. Scheiß ja, aber 40 auf Snowdrum. kriegst du hin. Und um euch mal ein Gefühl dafür zu geben, wie wir im Vergleich zu unserem letzten Versuch sind, wir sind circa 1,5 Minuten vor unserer Zeit von damals. Das heißt, wir sind wirklich ziemlich exakt auf Weltrekordkurs. Das heißt, wir dürfen uns keine Fehler erlauben und müssen bestenfalls noch irgendwo ein bisschen mehr Zeit rausholen, damit wir das Ziel am Ende erreichen können. Und wenn ihr jetzt noch den Kanal abonniert, dann habt ihr zumindest alles in eurer Macht Stehende getan, um uns zu unterstützen. Es ist unfassbar, was man nicht immer wieder ausdenkt für Abo-Werbung. Okay, wir sind tatsächlich 102 Sekunden schneller als beim ersten Mal. 102 Sekunden? Wäre auch zu langweilig sagen, 1,40. Jo, wann treffen wir uns morgen? Ja, wir treffen uns so in 362.000 Sekunden. Wie alt ist dein Baby? 32 Monate. Okay, dann ist es kein Baby mehr, das ist ein kleines Kind. Ich hasse das, wenn Eltern das machen, ne? Ja, also mein Kind ist 32 Monate alt. Bro, was soll die Scheiße? Sag also jetzt einfach mal for real. Fast 3 Jahre so, Punkt. Ja, wie ein normaler Mensch. Also entweder gehe ich auf Risk und mache Snowdram, liebe Freunde. Nein! Oder ich mache einfach den Raum mit den Minimonden. Ja, aber wie, also, hä? Also schaffst du Snowdram so easy? Inzwischen geht's auf jeden Fall. Okay, ich habe jetzt Küste durch. Aber ich meine, jetzt ja, dauert es auch ewig, bis ich geflogen bin, also... Das dauert noch. Du hast auch nicht 100 Münzen, ne? Doch, mittlerweile schon. Ja, theoretisch kannst du in den Shop schon mal gehen. Es dauert aber noch, ich bin noch nicht gelandet. Ich will den Story-Mond nicht einsammeln, das ist das Problem. Ich weiß nicht, was schneller ist. Ah, okay, dann mache ich beide hier. Ja, mach beide. Ich könnte jetzt loslaufen. Okay, pass auf, ich bin losgelaufen. Du kannst dich dann direkt teleportieren. Okay, ich hüpfe jetzt runter. Sammel nur so, den Schilling. Warum? Ich sammle doch beide ein. Ja, aber nee, ich kaufe jetzt. Ich bin jetzt losgelaufen. Ich habe jetzt... Okay. Ich habe entschieden. Dann kauf mal, weil es ist wirklich schneller. Weil ich würde jetzt als nächstes den Story-Mond einsammeln. Das nee, alles wieder gut. 30 Jahre. Bin schon im Shop. Kein Problem. Papa hat das Geld. Okay. Der wievielte Versuch ist das gerade? Der zweite. Aber wie gesagt, die dicken Timesaves, wann kommen die? Bei den kleinen Hasen, bei Mecha? Bowser Kingdom. Und, ja. Komplett. Ja, Bowser, ja. Das heißt, wir müssen eigentlich nur so schnell sein wie vorhin und dann einfach Bowser schaffen. Genau. Wir sind 109 Sekunden schneller und 73 Millisekunden. Nur damit du es weißt. Okay, danke, Digga. Das sind die Infos, die ich brauche, damit ich ein erfülltes Leben führen kann. Ach, du sammelst hier schon ein. Okay, nice. Bin schon am Start. Bin jetzt beim Hasen. Nice. Oh, ich liebe diese Gabelstelle. Ja, ne? ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß exakt, was du meinst. So, du tust nichts und siehst aus, als ob du der Gott wärst. Ja, du schüttelst einfach nur so ein bisschen und achtest darauf, in welche Richtung du drückst. Aber das war's dann auch schon. Wie lange ist geplant? Noch mindestens 3 Minuten, Bro. Ja. Dann habe ich aber auch Termine. Ja, dann muss ich auch los. Sind ja wichtige Influencer, darf man nicht vergessen. Aftershow-Party nach Aftershow-Party, ist es schlimm. Okay, wo bist du gerade? In der Stadt, ich werfe gleich die Rübe rein. Okay, ja. Ach, da bist du ja. Okay, dann mache ich den Story-Mode. Okay. Ja. Oh, ich bin dumm! Was passiert, Bro? Ich bin runter zu dem Salzhaufen gehüpft. Aber ich muss da gar nicht hin. Das war mal wieder. Ja. Aber ich kann das saven. Sammel du. Geh du zum. Ach, ich weiß gar nicht, was du jetzt sammelst. Oh, scheiße. Soll ich dir einen Triple-Mond? Mach alles. Ich mach mal deine Route und ich sag dir, ob ich's noch saven kann. Okay, nee, warte. Mach die beiden wie letztes. Ich mach Triple-Moon. Ich konnte noch aufholen. Okay, auf zur Odyssey. Okay, ich bin jetzt beim Triple-Moon. Das haben wir gut getimed eigentlich. Ja, weil ich verkackt habe. Ich bin jetzt vor dir. Ich glaube, ich mache einfach wieder den... Ja, jetzt wie vorhin. Bloß ohne Fehler. Nur ohne Fehler. Ey, wir müssen übrigens den Mond auf dem Dach nicht einsammeln, weil ich sammle einfach, während du den Fight machst, am Spawn hinter der Odyssey den Mond ein. Der ist okay, entspannter. Okay, machen wir so. Ist einfach weniger fehleranfällig. Machst du Brudels? Ja. Okay. Oh, scheiße, dann muss ich wieder warten. Kann ich nicht aus Spaß die Linke bekämpfen? Aber nicht, dass ich dann eine Animation kriege oder so, die mich dann irgendwie rausjietet. Du schaffst das schon, Bro. Also. Sieht aus, als würdest du gegen so einen Geist kämpfen. Das sieht richtig dumm aus. So, ich will jetzt diesen Fight nicht verkacken, please. Okay, erster Hit setzt schon mal, sehr gut. Okay, ich bereite mich mental auf den Mecha vor. Ihr wollt gerade sagen. Okay, ich habe mich vorbereitet. Ach, so schnell geht das bei dir? Ja. Okay. Bitte stirb nicht, Bro. Nee, wird schwierig, Bruder, aber alles gut.
So, damit ist Bowserland für mich jetzt eigentlich durch, ne? Ja, will ich so auch sagen. Ich meine, ich kann theoretisch noch mit dir hoch zum Robo runnen, einfach als Backup. Sollte irgendwas passieren. Aber ich aktiviere den Robo-Fight halt nicht. Okay, also ich wäre jetzt auch da, aber der Weg nach oben hat geklappt, oder? Mhm. Okay, dann porte ich mich runter. Dann sammle ich den Mond noch hinter der Odyssey ein. Mir fällt jetzt erst auf, dass die Odyssey nur einen Scheinwerfer vorne hat. Wie fucking unbefriedigend sieht das denn aus? Ist euch das schon mal aufgefallen? Also, das sieht ja so scheiße aus. Bruder, das sieht so dumm aus. Das ist... Ich bin so ein Vollidiot, das kann nicht sein. Und genau solche Fehler können wir uns eigentlich kaum leisten. Wir haben zwar einen netten kleinen Vorsprung, mit dem wir ins Bowserland gekommen sind, aber ich habe den Brutal Fight nicht sonderlich gut gemacht und jetzt hat Vic auch noch Probleme beim Robokampf. Wir müssen, damit ihr es nochmal im Kopf habt, eine 56,55 Zeit schlagen, um den Singleplayer-Weltrekord hinzubekommen. Aber mit solchen Fehlern im Bowserland? Weiß nicht, Bruder. Kein Problem, wir schaffen es trotzdem. Gib Gas! Jetzt nicht Mental Breakdown. Ich gebe Gas. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Wieso verkacke ich den Mecker immer? Let's go. Let's go, Bro. Das ist dein Moment. Okay, jetzt darf ich nicht verkacken wie vorhin. Jetzt nicht Bowser verkacken. Bitte nicht Bowser verkacken. Hübi, das hast du schon ungelogen 200 Mal gemacht. Okay, läuft bis jetzt gut. Ja, bei mir auch. Oh mein Gott, ich habe jetzt gerade beim zweiten Leben, wo er zweimal spinnt, schon versucht, nach dem ersten Spin zu schlagen, aber es hat noch geklappt. Shit. Hat noch geklappt. Okay, okay. Hast du ihn besiegt? Moment. Ja, hat mein erster Spin, zweiter, dritter. Also ich muss keine Hüte mehr holen. Okay, nice. Okay, habe ihn besiegt. Okay, meiner springt jetzt auch zum letzten Mal. Hallo, wie oft will er noch Feuer machen? Ich glaube, beim ersten Mal 5 und beim zweiten 7 Mal, glaube ich. Bro, der macht die mal. Endlich springt er weg. Ach du Scheiße, was war das denn? So, XD, Skip, los geht's. Warum heißt es eigentlich XD? Keine Ahnung, weil es lustig ist. Okay, XD. Okay, ich bin jetzt auch im letzten Raum. Okay, ich greife die letzte Säule an. Easy, Digga. Was, 56, 55 oder so müssen wir schaffen? Ja. Easy, Digga. Vielleicht sogar Sub 56, oder? Oder? Ah! Wird das... Ah! Verdammt! Nein, ich glaube, es hat ganz knapp über 56, oder? Aber oder? Egal. Oder? Nein, nicht unter... Oh, no! Putz! 56,2! Let's go! Let's go! Wir haben es geschafft! Wir haben den Weltrekord. Also klar, wir haben zu zweit gespielt, ja. Aber wir haben den Weltrekord, Alter, gemeinsam. Gemeinsam! Mit der Kraft der Freundschaft. Ja. Und ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, wo es für euch weitergeht. Wenn ihr noch einen Weltrekordversuch von mir sehen wollt, dann klickt ihr einfach hier oben. Oder wenn ihr dieses Video nochmal in der ungeschnittenen, kompletten Version wollt, hat Vic das auf seinem Kanal hochgeladen. Das seht ihr hier. Vielen Dank an meine Kanalmember und bis zum nächsten Video.